Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 22. Februar 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Unserem Planet Erde bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Jungfrau. Mond hat eine zunehmende Mondphase und befindet sich in Tierkreiszeichen Stier. Und in diesem Bereich in Tierkreiszeichen Stier befindet sich die goldene Tor der Ekliptik. Und das hat eine große Bedeutung und das wirkt auf unserem heutigen Tag. Und das möchte ich erklären. Alles beginnt mit etwas, eine Idee, ein Gedanken, ein Traum, eine Vision und dann kommt die Planung. Wir sehen diese Samen ein, aber das braucht Zeit, bis sich das wächst und dehnt. Und dieser Neuanfang symbolisiert die Tierkreiszeichen Widder. Und in diesem Bereich befindet sich das goldene Vlies der Widder. Das ist die mythologische Geschichte dazu. Und diesem goldenen Fell der Widder hat eine symbolische Bedeutung. Gold hat mit Sonne etwas zu tun. Gold ist die Glanz. Gold ist die Ausstrahlung. Und das sollen wir vielleicht beherzigen, dass wir bei jedem Neuanfang, bei jedem Neubeginn brauchen wir diesen Anfang, diese Ausstrahlung, die Energie. Weil wir Menschen haben ein Energiefeld. Und dieses Energiefeld ändert sich ständig, je nach Gedanken oder Gefühlszustand. Und dieses Energiefeld entsteht von unserem Inneren, von unserem Denken und von unserem Fühlen. Wenn wir gut gelaunt sind oder positiv denken, haben wir ein schönes Energiefeld. Und dieses Energiefeld, diese goldenen Felder, wieder symbolisiert nämlich den Neuanfang, besonders bei Neubeginn hat das eine Bedeutung. Weil das ist die Anziehungskraft. Und diese Anziehungskraft ist wichtig, weil es gibt ein kosmisches Gesetz. Alles, was wir ausstrahlen, ziehen wir auch an. Also wir sollen die Energiefeld im Glanz zu bringen, besonders wenn wir etwas Neues starten. Und das beschreibt die Geschichte, die Tierkreiszeichen wieder, die Symbol für alle Neuanfänge und diese goldenen Felder wieder. Also bringen wir unserem Fell, unserem Energiefeld im Glanz. Und wenn wir verstehen, was das bewirkt, dann werden wir auch Wert darauf legen, dass unserem Energiefeld immer stimmig ist. Weil dieses kosmische Gesetz besagt, alles was wir ausstrahlen, senden wir an. Mit anderen Worten, die Menschen, die sich ständig mit Problemen beschäftigen und das sogar ansprechen und darüber reden und nochmal darüber reden, haben immer mehr und immer mehr Probleme. Und die Menschen, die positiv denken, die Ziele haben, die das nicht aufgeben und haben die inneren Ruhe und daran liegt die Kraft und mit dieser Kraft können sie vieles erreichen. Und das ist der Start bei jedem Neuanfang. Und dann übergehen wir in Tierkreiszeichen Stier, wir übergehen wir in die goldenen Tor, die Ekliptik. Und in diesem Bereich bewegt sich gerade die Mond, also hat einen Einfluss auf unseren heutigen Tag. Und wenn wir übergehen, wir in diesem goldenen Tor der Ekliptik, bestimmen wir die Richtung. Und die Richtung sollen wir schauen, wo wir gehen.
Und hier fällt mir ein immer das Märchen Goldmarie und Pechmarie. Sind wir aufgeladen mit dieser Energie, die Negativität und die Probleme und sagen, oh, das klappt sowieso nicht und alle anderen sind glücklich, nur ich nicht. Und ich glaube das gar nicht mehr, ich glaube überhaupt nichts mehr daran. Dann mit diesem Gedanken, mit diesem Sätze bestimmen wir in eine Richtung und das ist die Pechmarie-Richtung. Das wird nichts. Mit anderen Sätzen, ja, ich glaube daran, ich bin davon fest überzeugt, ich kann das, ich kann mich beweisen, ich habe diese Kraft, ich habe diesen Mut. Mit dieser optimistischen Haltung bestimmen wir die andere Richtung, die Goldmarie. Und das ist dieser Tor, der Tor, die Ekliptik. Das hat mit Pechmarie und Goldmarie nichts zu tun, aber ich gebe als Beispiel zum Verstehen, welche Richtung schauen wir. Und dann kommen die Gefühle. Genau, die Gefühle spielen auch eine große Rolle. Weil die großen Stolpersteine sind unserem Leben, sind die Ängste. Mit Ängste erreichen wir nicht unsere Ziele. Mit Ängste sind wir nie erfolgreich. Und die Geschichte von Andromeda, auch in diesem Bereich, wieder Stier, erzählt das Gleiche und es wirkt auch, weil hier handelt es sich auch um Gefühle und auch Ängste. Das heißt, die Mythologie erzählt sich davon und diese Geschichte erzähle ich jetzt nochmal. Es gab eine Königin, Cassiopeia. Und diese Königin Cassiopeia hatte eine wunderschöne Tochter Andromeda. Und Cassiopeia prahlte überall, ihre Tochter sei die schönste, sie ist sogar schöner wie die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben bei Poseidon beschwert. Poseidon ist der Gott des Meeres. Poseidon wurde zornig und schickte die Walfisch, diese Seeungeheuer, in Königreich, diese Königin zu bestrafen. Diese Ungeheuer dachte, ich mache, was ich will, das interessiert mich nicht, was Poseidon gesagt hat. Ich nehme einfach die Königstochter und ich fessele in einen Felsen und dort ist die Medusa, sie wird sowieso Angst haben. Und so war es das auch. Diese Walfisch, diese Seeungeheuer, fesselte Andromeda in einen Felsen. Und Andromeda hatte Angst gehabt. Warum? Da war doch die Medusa, diese Furchterregende. Das sind die Gorgonen. Es sind drei Geschwister. Drei Geschwister, die sind die Furchterregenden. Die haben eine Haare aus Schlangen. Und die Sage erzählt, wenn jemand diese Gorgonen anblickt, mit diesem Schlangenhaaren, furchterregenden Gestalt, dann bekommen sie Angst und die werden als Stein verwandelt. Und in die Nähe war Andromeda gefesselt. Natürlich hat Andromeda Angst gehabt. Bis dann Perseus kam mit seinem Schwert und befreite Andromeda und schneidete den Kopf einer von diesen Gorgonen ab, von Medusa. Medusa war die Königin von diesen Gorgonen. Und Perseus nahm diesen Kopf von der Medusa und brachte von Pallas Athene. Und die beiden, Andromeda und Perseus, haben sich verliebt. Und dann kam die geflügelten Pferd Pegasus und sie haben mit diesem geflügelten Pferd Pegasus davon geritten. Und heute wirkt der Kopf der Medusa, dieser Furchterregende, was Perseus abgeschnitten hat. Perseus hat geköpft. Und dieser Kopf von Medusa heißt Algol. Dieser Stern Algol bestrahlt heute die Mondbewegung.
Die alten Ägypter haben diesem Stern Alkohol noch verehrt. Es ist ein Dreifachstern und ändert sich die Helligkeit und auch die Farben. Das ist eine ständige Veränderung. Und die Ägypter haben diese Veränderung, dieses Dreifachsternsystem beobachtet und sie könnten das benutzen wie ein Kalender. Das war ein Orakel. Die haben durch diese Bewegung bestimmen können im Jahr, welche sind die günstigen Tage und welche sind die schrecklichen Tage. Und so haben die alten Ägypter als Orakel diese Alkohol gedeutet durch die Veränderung, die Farbe und Helligkeit. Später im Mittelalter, in Inquisition, wurde natürlich dieser Stern als Dämon bezeichnet. Und seitdem ist das die Furchterregende, dieser Dämon. Wir sollen aber von diesem Stern jetzt keine Angst zu haben, nur diese Geschichte zu verstehen. Gerade in diesem Bereich des goldenen Tor, die Ekliptik. Weil hier entscheiden wir selbst. Haben wir die Angst, dann wirkt diese Medusa, diese Furchterregende. Und das verwandelt uns innerlich wie ein Stein. Das macht uns Menschen unbeweglich. Oder befreien wir uns von diesen Ängsten, so wie Perseus Andromeda befreit hat, auch von ihren Ängsten, dann leben wir angstfrei und wir können aufatmen. Dann verspüren wir auch diese Leichtigkeit. Und mit dieser Leichtigkeit und mit dieser inneren Kraft und mit dieser Ausstrahlung, was die wiedererzählt, der goldenen Fell, mit dieser Ausstrahlung angstfrei erreichen wir unsere Ziele. Und das ist die Geschichte dazu. Und das hat alles eine symbolische Bedeutung. Nicht nur Alkohol wirkt auf dem heutigen Mondbewegung, sondern auch Capulus. Capulus ist ein Sternenhaufen im Himmel und befindet sich im Sternbild Perseus. Im Schwert der Perseus. Mit diesem Schwert hat Perseus Medusas Kopf abgeschnitten. Und weil das einen nebelartigen Sternenhaufen ist, dieser Capulus, kann passieren heute, dass wir etwas nicht richtig deuten können oder wir nicht richtig erkennen können. Etwas ist undurchschaubar. Dann wirkt heute nochmal jemand Alkyone. Ja, die ist auch eine Königin, die die Böse besiegt. Natürlich, die Böse sind diese Gorgonen. Und wer ist diese Alkyone? Alkyone befindet sich bei Plejaden. Das sind auch in diesem Bereich, wo die Tierkreiszeichen Stier befindet. Das sind die Hyaden und die Plejaden. Und die sind Geschwister, die sieben Geschwister, die Regenbringenden oder die Tränen haben, die trauern an ihren Bruder. Und diese Alkyone ist die Königin davon. Wenn Sirius aufgeht, dann folgt Alkyone ganz leuchtend im Sternenhimmel, ein leuchtend farbenen Stern, die Böse besiegt. Und diese Alkyone gehört zu diesem Geschwister, die Plejaden, und die sind nichts anderes als die Tochter von Atlas. Und Alkyone besiegte auch die Gorgonen, also nicht nur Perseus, sondern auch Alkyone, und folgt Sirius. Und Sirius hat auch eine Bedeutung, weil zeigt auch eine Richtung, die Polarstern. Und die Polarstern ist die Nordpol zum Orientieren. Also hier in diesem Bereich fangen wir an, Entscheidungen treffen und welche Richtung gehen wir, dann orientieren. Und Alkyone und Sirius bestrahlt auch diesen Weg. Aber wenn wir Schritte machen möchten, dann sollen wir von unserem Ängsten loslassen, weil das blockiert unseren Weg und das erzählt diese Geschichte. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Fischen in Osthorizont auf und im gleichen Moment geht die Tierkreiszeichen Jungfrau in Westhorizont unten. Bei Tierkreiszeichen Fischen Geborenen bewegt sich einiges.
Die Fischengeborenen führen wichtige Gespräche. Es kommt alles im Vorn. Das bekommt auch eine Struktur und es ist möglich, klärende Gespräche zu führen. Die Fischengeborenen können gerade auch ihre Finanzen in Ordnung zu bringen. Oder es ist auch gut, beruflich etwas zu erreichen oder einen beruflichen Weg, die Berufung zum Leben, ist auch ein Aufstieg gerade. In der Liebe-Partnerschaft bewegt sich auch einiges. Gestern war ein Glückstag, heute ist auch noch angenehm. Aber Vorsicht, weil morgen kommt eine Spannung zwischen Mars und Venus, das sind die beiden Liebesplaneten, und das sorgt für Missverständnisse. Warum? Weil die weibliche Energie, die Venus, ist sehr gefühlsvoll und möchte über Gefühle sprechen, möchte das romantisch gestalten, und die männliche Liebesenergie, dem Mars in Tierkreiszeichen Schütze, ist mehr leidenschaftlich, also geht mehr auf den intimen Bereich oder auf den körperlichen Bereich. Und dadurch entsteht zwischen männlich-weiblich eine gewisse Spannung, das heißt, sie sprechen zwei verschiedene Sprachen. Die eine Teil, das ist die weibliche Energie, möchte die Romantik, die männliche Teil möchte die Erotik, die Leidenschaft. Und so entsteht eine gewisse Spannung. Also es ist wichtig für die Männer, auf die Damen einzugehen, auf diese Romantik, auf die Streicheleinheiten oder mehr auf die Gefühlsebene, und die Damen vielleicht erkennen, dass gerade auch mehr Leidenschaft kommt von der männlichen Seite. Und dann kann man das ausgleichen, in Gleichgewicht bringen, dann versteht man sich auch. Also man braucht eine gemeinsame Sprache. Und bei den Fischengeborenen ist noch wichtig zum Erwähnen, dass sie befinden sich auch eine Art Heilungsprozess. Entweder bei Gesundheitszustand kommt Heilung oder alten verletzten Gefühlen werden geheilt. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen haben Umbrüche und Veränderungen. Sie brauchen eine Struktur, eine Stabilität, auch finanzielle Stabilität. Es ist auch ein wichtiges Thema, Werte, Wertschätzung, Finanzen. Und sie haben berufliche Ziele und sie sorgen dafür, dass beruflich ein Aufstieg kommt. Und die Liebe, Partnerschaft, noch ein bisschen Geduld. In die kommenden Wochen kommt da auch etwas in Bewegung. Momentan ist wichtig, Anerkennung wahrgenommen zu werden und beruflichen Erfolg. Tierkreiszeichen Stiergeborenen, da bewegt sich einiges im Alltag, im vertrauten Umgebung, Einladungen, Besuche oder eine Schulung oder Kontakte, vielleicht sogar zu viel Kontakte zur Zeit, aber das sind schöne und angenehme Gespräche. Auch ein wichtiger Vertrag oder ein wichtiger Termin ist auch möglich. Sie bringen auch die Finanzen gerade im Schwung und die Stiergeborenen haben gerade auch Gewinnchancen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen nähert sich etwas in die kommenden Tage. Das sind Kontakte, eine Nachricht, eine Einladung oder eine Veranstaltung oder eine Schulung. Also Kontakte, Kommunikation nähert sich in die kommenden Tage. Aber die Zwillingsgeborenen brauchen auch zurzeit sehr viel Ruhe oder die Zuhause ist auch wichtig, da eine Verbesserung, Verschönerung oder ein wohnlichen Veränderung, ein Umzug ist auch möglich. Und sie genießen nicht nur diese Kontakte, sondern auch die Ruhe, die Zuhause. Das kommt im Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen haben sehr gute Ideen. Es ist auch die schöpferische Kraft gerade da. Und sie können sich auch verwirklichen momentan, das in Form zu bringen, ihre Ideen. Und das setzen sie um in beruflichen Situationen, entweder Selbstständigkeit oder berufliche Veränderung, Verbesserung. Und auch die Zuhause, die wohnliche Situation ändert sich viel bei vielen Krebsgeborenen. Auch entweder Umzug oder Renovierung oder eine neue Einrichtung. Also sie kümmern auch um wohnliche Situation und in berufliche Situation und bringen ihren Ideen im Tat um. Und die Liebepartnerschaft haben die Krebsgeborenen auch Glück gerade. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen immer noch die karmischen Themen und diesmal sind es
im beruflichen Situation. Das heißt, wenn Sie unzufrieden sind im Beruf, dann viele Löwengeborenen neigen dazu, dass das alles kränkt oder werden tatsächlich krank, wenn sie da zu lange bleiben und zu unzufrieden, unglücklich sind im Beruflichen. Und gerade zeigt das Schicksal etwas die Richtung. Die Richtung zu bestimmen, wo liegt die Berufung, und die Richtung schauen. Und viele Löwengeborenen gehen mutig voran oder sind durch gesundheitlichen Gründen dazu gezwungen, beruflich zu verändern, ihre wahre Berufung zum Leben. Bei Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist ein wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft. Aber nicht nur warten, sondern auf anderen zugehen, die wo alleine sind, etwas unternehmen. Weil jetzt gerade sind die Chancen da, jemanden kennenzulernen oder die einen Wunschpartner haben oder eine Partnerschaft leben. Also ist jemand da, dann ist wichtig, die Kontakt suchen, die Gespräche suchen, also auf anderen zugehen, so kommt es in Harmonie. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher und sie haben ein bisschen Angst vor Veränderungen oder sie zweifeln daran. Und gerade so wie die heutigen Mondeinfluss wirkt auf unserem Tag, ist wichtig, die Richtung bestimmen, mutig in den richtigen Weg zu gehen und vor allem angstfrei. Und das hilft gerade bei den Wagengeborenen, weil das sind die Chancen gerade für eine Veränderung. Aber die Ängste, Unsicherheit muss überwinden. Bei Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist wichtig die innere Ruhe, das innere Gleichgewicht, und daran liegt das Glück. Sie brauchen momentan nichts tun, nur auf ihren Emotionen achten. Alles andere kommt von außen und genau daran liegt auch das Glück, auch beruflich, auch in die Liebe, Partnerschaft. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist ein beruflicher Aufstieg. Ausland oder Reise kann auch eine Rolle spielen, momentan bei den Schützengeborenen. Entweder ein Besuch von Ausland oder sie planen eine Reise oder sind gerade in einer geschäftlichen Reise oder sind ausländischen Kontakte. Momentan ist eine gewisse Spannung da, was die Gespräche betrifft, was die Gefühle betrifft, was die Liebe betrifft. Also vorsichtig sein, diplomatisch handeln und achtsam sein, was man sagt, wie man sagt, wen man überhaupt etwas sagt, weil das kann zu Missverständnissen führen oder bei anderen entstehen verletzten Gefühlen. Also Diplomatie ist sehr wichtig momentan für die Schützengeborenen, so vermeidet man Konflikte. Bei Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist ein wichtiges Gespräch zum Erwarten. Dadurch wird etwas geklärt, in Ordnung gebracht. Die Buchhaltung, die Finanzen sind auch sehr wichtig momentan bei den Steinbockgeborenen. Auch die Kontakte im Bekanntenkreis oder in einem Verein oder in einer Partei, da möchten die Steinbockgeborenen auch Ordnung bringen. Aber die Gefühle auch nicht nachverlässigen, sondern die Wünsche, Sehnsüchte, was die Steinbockgeborenen auch gerade verspüren, da auch mal Chance zu geben und diese Träume zu leben. Bei Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist ein gewisser Rückzug momentan. Oder sie haben das Gefühl, es geht nichts voran. Oder es sind schöne Einflüsse von außen. Ein bisschen geduldig sein, im kommenden Tagen kommt mehr Leichtigkeit, kommt auch etwas in Bewegung. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.